Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play von Tenchu Fatal Shadows. Und ja, genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, haben wir am Ende einen Fail gehabt. Und ja, wir müssen immer noch hier durch dieses Dorflevel. Und ich mache jetzt hier einfach weiter, da wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Wir waren hier an dieser Stelle, wo ich letztes Mal hingesprungen bin und der Gegner hat mich entdeckt. Das heißt, er hat sich umgedreht. So. Hui. So, jetzt. Komm. Jawohl. Da ist wieder. Okay, geh da hoch, bitte. Oh, Freunde. Leute. Lass mich hier weg. Geh, lass mich hier einfach weg. So, okay. Ja, das war auch nix, Typ. Das war auch nix. Ja. Wir haben jetzt hier ein paar Gegner, die wir hier direkt killen müssen. Und, ich würde sagen, diesen Typen, der mir gehörig auf die Nerven geht. Nein, ah, das ist eine richtige Kacke jetzt hier. Ah, oder auch nicht, oder auch nicht. Schaut mal, oder auch nicht. Den haben wir wenigstens. Mortal Strike. Ja, ha, sehr schön. Gut, Freunde. Ja, wie gesagt, der letzte Part, der war ein bisschen fail. Und mir fällt gerade was auf. Oh, hier traue ich mich nicht rein. Nee, das ist Wasser. Nee, nee. Mir fällt gerade was auf. Habe ich da eben Falling Damage bekommen? Auf einmal habe ich nur noch 64 Hitpoints. Naja, egal. So. Wir machen hier jetzt direkt weiter. Haben zwei Typen wieder Stealth getötet. Schon mal ganz gut. Und jetzt weiß ich genau, dass da noch diese Frau da unten ist. So. Kann ich dahin? Im Jump. Kann ich. Kann ich. Sehr gut. Okay. Dann gehen wir hier bitte aufs Dach. Und diese Frau, die ist da hinten. Und kein Bock von der gesehen zu werden, ganz ehrlich. So, da. Genau, da seht ihr. Da ist die Frau. Ich bin wieder zu früh schon wieder. Verdammt nochmal. Ah, zu früh, Freunde. Zu früh. Es war so gut. Jetzt hör auf, geh weg, du blöde Bitch, ey. Mann, 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 Mann. Blöde Bitch. Die rennt mir hinterher. Die rennt mir echt hinterher. Ja, ich bin weg. Sehr gut. Hab so einen Heiltrank gefunden. Sehr schön, Freunde. Das hat nicht so gut geklappt mit der. Ich wusste, dass die mir Stress macht. Ich hasse diese Frau. So, gut, dann wollen wir einfach mal weiter hier. Die ist doch genau hier, oder? Da, links, genau. Ja, nein! Nicht schon wieder, Leute. Oh, nicht schon wieder. Verdammt. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir sehen uns da gleich wieder bei der, okay? Also bis gleich. So, Freunde, da sind wir jetzt wieder bei der. Ja. Ich habe jetzt wieder nachgespielt und keine Ahnung, was mit der ist, ey. Die ist so tricky. Diese Tussi da. Keine Ahnung. Naja. Oh Mann, Leute. Ey. Also noch hat sie mich nicht entdeckt, das wollte ich damit sagen. Und ich hoffe, dass es so bleibt, Freunde. Ich hoffe, dass es so bleibt. Die nervt mich gewaltig, diese Tussi hier. Da ist sie wieder. Verdammt nochmal. Da hat sie mich eben echt gekillt. Das ist so unfassbar. Wirklich. Okay. Okay, jetzt habe ich's aber. Jetzt habe ich dich. Verdammt nochmal, ey. Geh sterben. Geh sterben, verdammt. So, Mortal Strike. So. 37. Das ist doch schon mal gut, oder? 37 Schriftrollen, Freunde. Ja, da liegt die Leiche. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Oder? Geh mal hier rein, bitte. So, Leute.
Nee. Puh, okay. Hier rein, genau, hier rein war es. Okay, nee, keine gute Entscheidung. Scheiße. Keine gute Entscheidung. Ich gehe da rein und werde direkt entdeckt. Ich muss doch von der anderen Seite rein. Och, Leute. Tut mir doch sowas nicht an, Mann. Na gut, okay. Dann gehe ich hier diese Treppe hoch. Alles klar, dann nochmal zurück kurz. ja, das war ja hier, ne? Ich kann mich erinnern, hier war dieser Typ, den wir auch gekriegt haben. Na, da muss ich auch meinen Kletterhaken nutzen. Alles klar. Gut, Freunde. Ja, da muss ich doch von der anderen Seite rein. Das war eine richtige Scheißidee. Aber das war doch auch mega unfair, oder nicht? Ich gehe da rein, plötzlich werde ich direkt entdeckt. Das ist doch blöd, ey, ehrlich. Ich glaube, hier ist kürzer, ne? Ja, hier ist kürzer. So, einmal nochmal durchs Level stiefeln hier. so, dann. Einmal nochmal durchs Level stiefeln hier. Aber das war ja nicht so weit, ne? Wir sind ja jetzt schon hier, gleich. Oder? Wo war das? Einen Moment, wo war das nochmal? Ich glaube... Hier hoch? Nee. Hä? Wo war denn das jetzt? Ah, da unten durch. Ja, okay, da unten. Mhm. Alles klar. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt mal hier weiter. Hier haben wir ja schon einen getötet, ne? Warum kommt der auf mich zugerannt? Warum kommt der auf mich zugerannt? Was soll das? Was soll das, Leute? Warum kommt der auf mich zugerannt? Was war das denn? Kommt der eiskalt auf mich zugerannt? Warum? Da hinten ist der Penner mit seiner scheiß Karnevalsmaske. Ja. Ja, weg mit dem. Verdammt nochmal, ey. Falling Rock. So. Hast du verdient, ey. Kommt der einfach auf mich... Kommt der einfach auf mich zugerannt. Das ist ja wohl... Das ist ja wohl jetzt mal die Höhe hier. So, weiter geht's. Den haben wir schon mal. Da unten ist dieser da unten ist dieser Unschuldige und da hinten ist diese Frau. Okay. Irgendeiner hat... Wer? Was? Wie? Wo? Die Frau da unten, okay. Ist klar, kann ich die so killen wegen dem Unschuldigen da hinten? Dieser Unschuldige da hinten, der nervt. So, oh Gott, wieder ein bisschen ruckelig hier, aber geht schon. Einfach beobachten, ne? Da ist diese Frau. Okay. Wobei, die sehen ja eigentlich echt hübsch aus, ne? Aber die nerven. Da unten ist die nächste. So, was macht die da jetzt? Boah, dieser Unschuldige. Die geht einfach zur Wand. Wer schon wieder? Links irgendwas. Okay. Moment, die weiß ja noch nichts, ne? Nee, nee, die weiß nichts. Okay, würde ich es mal sagen. Wenn die jetzt hier runterkommt... Ja, sehr gut. Sehr gut, Leute. Die Schriftrollen. Die hat keine Schriftrollen. Okay, doof. Egal, die haben wir zumindest schon mal. So. Boah, das Level ist doch echt gut bis jetzt gelaufen eigentlich. Ich wurde eigentlich nur dreimal entdeckt. Und einen davon habe ich halt... Ja. Boah, Unschuldiger, ey. Wer? Keine Ahnung. Wer war das jetzt wieder? Moment. Wer hat da Alarm geschlagen? Ist da noch einer da drüben? Boah, Ruckel, ey. Diese Ruckler hier. Nee, hier ist keiner. Wer hat da Alarm geschlagen? Das verstehe ich gerade nicht. Naja, Freunde. Ich würde sagen... Dieser Unschuldige, der nervt. Der nervt richtig, dieser Unschuldige hier. So, hier bin ich doch...
beim letzten Mal reingekommen, ne? Also gerade eben. Da hat dieser Typ mich direkt entdeckt. So, gut. Da ist der Unschuldige da hinten. Da rechts, da ist die Frau. Schaut mal da. Schaut mal da in den Zaun da. Da ist diese Tussi da. So, okay. Wie weit kann der Unschuldige gucken? Ich hoffe nicht so weit. Ich muss beobachten hier. So, ich muss hier beobachten, Leute. Wenn die sich umdreht, ist die weg. So. Alles klar. Gut, dann hampeln wir ein bisschen weiter rum da. Ja, sehr schön. Die haben wir. Boah, sehr gut. Falling Rock wieder. Mit einer schönen Röntgenaufnahme. Wie viele? Zwei. Oh, Spiel. Vier Stück. Sehr gut, vier Stück. Oh. Dann sind wir auch schon durch. Okay. Gut, Freunde. Dann sind wir auch schon durch hier. Gut. Alles klar. Ich trinke mal ein kleines Schlückchen hier Schöfferufer. Oh, geil. Okay, da ist der Bosskampf direkt. Boah, was hat der denn? Ach du Scheiße, Freunde. Lass mich doch erstmal was trinken, mein Gott. Ich habe gerade eben hier ja auch was getrunken. Oh, der hat ein Maschinengewehr oder sowas. Krass. Das ist aber nicht Juso. Das ist aber nicht Juso. Nein, das ist nicht Juso. Da. Oh, verdammt. Rin, Rin, mach was. So. Ah, geh weg, weich aus. Weich dieser komischen Kanone da aus, ey. So. Verdammt. Egal. Okay, weiter. Der spielt da die ganze Zeit auf seiner komischen Gitarre. Okay. Sehr interessanter Endgegner, ey, wirklich. So. Ah, der mit seiner komischen Gitarrenpistole da, ey. Wirklich. So, dann. Nein! Oh, Gottes Willen, ey. So, okay. Dann. So, wo bist du? Ah! Oh. Oh, Gottes Willen! Trink! Oder ess, oder keine Ahnung. Ess halt. Der mit seiner komischen Gitarrenkanone da. Nein! Ey. Ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren hier. Ess das. Komm. So. Der lacht mich aus. Ja, ja, ich merke das schon. Der lacht mich aus hier. So, und ausweichen, komm. Und da hinten. Da hinten ist er. So, okay, dann links, rechts und... Verdammt. Oh, Leute. Wow. Krasser Endgegner. Und jetzt von hinten. Jawohl, Freunde. Okay, das hat sich falsch angehört. So. Ja, meine Güte, ey. So, jetzt. Nein, wehr doch nicht alles ab, Mann. Dem ist eine komische Gitarrenkanone, ey. Keine Ahnung. Der spielt auf seiner Gitarre. Wie geil, ey. So. Oh Mann, Leute. Geh weg. Okay, und. Ja, noch fünf. Noch fünf. Alles klar, Freunde. So. Der ist da. Mhm. Und weg mit dem. Ja, den haben wir. Sehr schön, Freunde. Den haben wir. das lief doch gut, Freunde. Ich habe zwar ein paar Items gebraucht, aber... Ja. Okay, nächste Cutscene.
this up. You have a mirror. Please, make my death beautiful. Okay, der ist ein bisschen anders gepolt, ist klar. Grown strong. Whatever don't kill you, as they say. You ready, Jizo? This night shall be your last. Are you sure you want to kill your fiancé? The elders chose my fate. What happened that day? What good does it do you? Knowing what happened won't bring the Hagakure back. Answer my question. I'll decide myself. You're leaving the village? I tire of doing the work of others. From here, I will live by my own hand. Arrogance! A ninja lives and dies by the shadows. No. I refuse to obey the meaningless orders of those who are too old and decrepit to do anything else. Once you have left, you shall be disavowed. I'm aware of the consequences. I have already made arrangements. Expand the Kuroya. In time, you will forget what has happened to the Hagakure. Your child? Me? You took my family from me! You took everything I ever loved from me! You make sure and finish this. I won't fail you. Juzo, leader of the Kuroya. That's you, right? Unmistakably. I am Rin of the Benia. I have come to take your life. Ach du Kacke, Freunde, noch ein Bosskampf. Ach du Kacke. Das hört sich mir jetzt noch so nach irgendwie finaler Kampf an oder so, ne? ich bin gerade ein bisschen überrascht. Soll das jetzt wirklich das letzte Kapitel sein? Habe ich da gerade gelesen, ne? Also es könnte sein, dass das Spiel jetzt schon vorbei ist. Nach 10 Parts oder so. Oder 15 Parts, das ist krass. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier diesen Juzo töten. Und ja, würde ich sagen, machen wir, gehen wir das mal an hier. So, der ist nämlich ziemlich krass, der Typ hier. Der ist ziemlich krass. Ja, oh, was habe ich denn da gemacht? Das sah ja geil aus, Freunde. Egal. Und ihr... Nein! Verdammt! Oh, ja, ich hab's jetzt nämlich... Ah, verdammt, ey. Ich habe nur noch 37 Hitpoints, weil ich nicht wusste, dass da zwei Bosskämpfe kommen. Deswegen habe ich jetzt auch alle meine Items bei dem anderen da verbraucht. Ja, wie soll ich den jetzt da töten? Oh, 137, Alter. Das gibt's doch wohl nicht. Alter Schwede. Oh, das ist geil. Das ist... Jetzt, da merkt, da kriege ich auch jetzt so einen Jump hin. Ja, ja, klar. nein! Okay, ich glaube, das war's, Leute. Oh, scheiße.
Cool, dieser Jump. Ja, aber irgendwie bringt das nichts, wenn ich jetzt hier gleich abkratze. Ja, das war's. Ach, verdammt, Leute. Verdammt. Wisst ihr was? Ich spiel's nochmal nach und mach dann da an der Stelle einen kurzen Save-State. Ja. Also ich sag mal, bis gleich. So, Freunde, ich bin jetzt wieder an der Stelle. Und ja, ich habe jetzt hier mal einen Save-State gesetzt. Ausnahmsweise mal für den Kampf. Und das wird krass jetzt. Oh, Leute! Jetzt hör doch mal auf. Mensch. So. Gut, dass dieser Jump jetzt auch mal... Dass ich den jetzt auch mal hier weiß, was der macht, ne? So, boah, ich habe jetzt gerade irgendwie ein bisschen Respekt hier vor diesem Gegner, ey. Ja, natürlich, wehren Shuriken ab, Alter. Ah, nein! Ach, verdammt, Junge, ey. So, ich habe keine Items mehr. Null. Dann noch ein Dings. Oh, Leute, ey, ich habe so Schiss vor dem Bosskampf hier. Verdammt, und dann lägt das auch noch so. So, dann lauf halt. Oh, Mann! Was soll denn das? Ja, natürlich, Leute. Natürlich. Wisst ihr was? Ja, ausnahmsweise mal habe ich hier ins kleine Safe-Set gesetzt. Einfach so. Ich weiß, dass es jetzt weniger spannend ist, aber was soll ich machen? Ich habe nicht damit gerechnet, dass hier noch ein zweiter Bosskampf kommt. Verdammt nochmal, ey. Wirklich nicht. Alter, das ist... Der trifft mich die ganze Zeit und ich treffe den gar nicht hier. Verdammt nochmal. So, und... Ah, nein! Verdammt nochmal. Leute, ey, das ist so krass gerade. Da ist er, Juso, Alter. Boah, der ist so krass. So. Ah, Leute. Boah. Ey. Das ist krass, Freunde. Nein! Okay, ich bin tot. Hör auf, Leute. Hör auf, Junge. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ah, Junge. Verdammt. Und? Ja, natürlich. Ich werd's wieder ab. Verdammt nochmal, Leute. Ey, das ist so schwer. Vor allem, wenn man keine Items hat. Und, boah. Ja, dann hör auf rumzulabern, ey. Nein, geh weg. Du bist verletzlich. Oh Gott. Okay, das war's. Verdammt. So, nochmal. Ja, es tut mir leid, dass das jetzt gerade ein bisschen doof ist, aber es ist nur beim letzten Kampf hier. Und ich muss den jetzt kriegen. Oh, Leute. Das ist so krass. Dann wehre ich jetzt einfach ab. Und das bringt auch nichts mit dem Abwehren. Jetzt hat er mich nämlich schon wieder. Oh, Leute. Mann, ey. So. Dann würde ich mal sagen... Junge. Junge. Mann. Der wehrt die ab. Das ist... Der wehrt die Shurikens ab. Das ist... Verdammt nochmal, ey. So. Ach, Leute, ey. Wie soll ich das machen? Ja, ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Okay, nein. Das war nix mit dem Shuriken. Ich muss wahrscheinlich meine Items hier benutzen. So, geh jetzt da rein. Verdammt nochmal. So. Ja, natürlich. So, geh da rein. Ich lock den hier in die Dings rein, in die Caltrops. Ja, genau. Genau, das ist eine Idee. Okay, und? Ja, ja, genau. Genau so, Leute. Ich muss den in die Caltrops reinlocken. Okay, genau so. So, und? 52, Leute, das ist gut.
Das ist sehr gut, läuft das gerade. Okay, und... Boah, ey, der ist so krass, der Typ. Der Typ ist so krass, Freunde. Aber ich habe jetzt eine Taktik, wie ich den schlagen kann hier. Ich bin wieder tot. Aber ich habe jetzt eine Taktik, wie ich den schlagen kann. So. Werf mal hier die Caltrops hin. So, und wenn der da reinläuft, dann mache ich nämlich genau das hier. Genau das hier. So. Und dann direkt weiter hier drauf. Ah, verdammt. So, wo sind meine Caltrops? Wo sind die Caltrops hin? Wo sind die? Wo sind die Caltrops? Wo sind die Caltrops hin? Wo sind die Caltrops hin, Freunde? Ah, hier. Hier links. Okay, dann... Ah, verdammt nochmal! So, komm schon. Okay, der ist abgelenkt. Okay, okay, das muss ich... Oh, verdammt. Okay, das ist natürlich dann immer bescheuert. So, dann komm hier hin. Okay, und zack, zack, zack und weg mit dem. So, okay, gut. Die Uhr klingelt in 3 Minuten, aber ist mir scheißegal, Freunde. Ich mach diesen Kampf jetzt. Nein! Okay. Ich muss mich konzentrieren hier. Das ist wichtig. Nein. Ah, verdammt. Ah, nein. Doch. Shit. Okay, Freunde, wisst ihr was? Der wehrt die immer ab, die Shurikens. Das ist so blöd. So, okay. Das ist jetzt meine Master-Taktik hier. Oh, Ruckel, Alter. Schwede, ey. So. Und jetzt weg damit. So, wo sind die Dings? Die sind da links, okay. Hier, lauf mal hier rein. Lauf mal hier rein. So. Nein! Nein! Pff. Gut, lauf weiter rein da. So, genau, und? Und weg mit dem. Gut, okay, weiter geht's. Weiter geht's. Lauf da weiter rein. Sehr schön. So, und... Nein! Och, Mann. Okay, 61... Scheiße, Freunde. 61. Oh, der trifft mich immer mit seinem Scheißschwert. Oh Gott. Was soll ich machen, ey? Ich muss warten, bis der mal irgendwie unverletzbar ist, ey. Nee, das bringt so nichts. Nee, nee. Ich muss hier die Caltrop-Taktik anwenden. So. Okay, gut. Gut. So, alles klar. Gut. Nein, der geht aber auch so schnell. Der stellt sich aber auch so schnell wieder auf, ne? Nein! Okay, das war blöd. Ja, komm. Sehr gut. Und? Okay, weiter. Okay, und weiter geht's, Freunde. Boah. Weiter geht's hier. Lass den da reinlaufen. Nein, daneben geschlagen. Oh Gott. Ja, okay, das war's. Das war's. Das war's. Ja, Mann. Oh, das war's. Ach, Leute. Tut mir doch sowas nicht an hier. Okay, weiter. Das mit der Shuriken-Taktik ist gar nicht mal so verkehrt. Alter. Okay, spring. So, auch wenn das hier manchmal ein bisschen ruckelt, aber... So, ich höre gerade meine Uhr klingelt, aber Freunde, das ist mir gerade sowas von egal. Ich will diesen Bosskampf jetzt schaffen. Oh nein, das war so dumm. So, jetzt. Komm.
Und... ja. Nein! Okay. Okay, komm. Okay, komm. Und... nein! Verdammt nochmal! So, geh in den Shuriken da rein, Mann. So, jetzt. Und... Mann. Oh. Ich habe auch keine Items mehr, gar nichts, ey. Ich hab nicht gewusst, dass die zwei Bosskämpfe kommen. Verdammt. Und springen bringt auch nichts. Nee, nee, springen bringt auch nichts. Mann, ey. Leute. Wo ist der? Da ist er. Ja, das war's. Das war's wieder, ne? Oh, laggy. Nee, das war's nicht. Ja doch, das war's. Ach, Leute, 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 ey. Ihr seid so gemein, wirklich. Ach, Mann. Woher soll ich denn wissen, dass da zwei Bosskämpfe kommen? Na gut, egal. Mann. Scheiße, Juso, Alter. So. Warte mal ab. So, jetzt. So, alles klar. Weiter geht's. Weiter im Text. So. Okay. In den. Alles klar, ja. Und hier weiter. Oh, das sieht gut aus, Freunde. Das sieht sogar sehr gut aus. Lauf hier rein. Ja, sehr gut. Und weiter geht's. Probier mal einen Shuriken. Nee, nee, der wartet, der wehrt das ja ab. So, komm. Komm, das muss jetzt... komm, das muss jetzt doch reichen, Junge. Ja, ich hab ihn. Geil, Freunde, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Yes, endlich. Ich hab's geschafft, Freunde. Oh, ich hab's geschafft. Meine Güte, ey. So. Das hätten wir. Yours is a world of ranks and castes. I have not the patience for it. You forget your place in this world. Perhaps some shinobi adhere to your code, but a true shinobi follows no one. So you are determined to leave. I shall walk by the light of the sun, and the land shall be covered in the darkness of my shadow. Rin may have been able to bring hope into your darkened soul. You speak of hope? Just the mumblings of an old and decrepit man. Thank you.
War es das jetzt wirklich? Das wäre krass. Schöne Musik. Time to go home. Jetzt ernsthaft, Freunde. Das war's. Das war's schon mit Tenchu Fatal Shadows. Ja. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Krass. Ayame und Rin haben sich am Ende wieder aufgeteilt. Nachdem wir diesen Juso getötet haben. Boah. Sehr interessant. Gut. Das Ende kommt jetzt ein bisschen überraschend für mich, aber... Ja, war auch ein bisschen schon... Hat sich das abgezeichnet bei den Cutscenes. Ja. Das Spiel hat wirklich vor Wrath of Abraham gespielt, weil wir da kurz diesen Teshu gesehen haben, der sich eigentlich erst in Wrath of Heaven ziemlich vorstellt. Und ja, meine Güte, Tenchu ist vorbei. Für immer. Es gibt keinen Tenchu-Teil mehr, den ich spielen werde. Das war's, Freunde. Tenchu 4 war noch die letzte Lücke. Und ich muss sagen, wieder mal ein richtig, richtig geiles Spiel. Ja, das ist jetzt gerade so ein bisschen trauriger Moment für mich, dass Tenchu zu Ende geht. Ach Gott, Freunde, Tenchu war einfach so ein richtig, richtig geiles Spiel.
Ja. Richtig gut, richtig gut. Alle vier Teile habe ich jetzt durchgespielt und ich muss sagen, ja. Eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und auch wenn ich hier in diesem Game ziemlich oft gefailt habe und ja, ziemlich oft Fuck Rang bekommen habe, da war das letzte Level doch relativ gut gegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin mal gespannt, ob danach gleich noch eine Statistik kommt. Aber ja, obwohl ich viel gefailt habe, hat es mir Spaß gemacht und euch hoffentlich auch. Ich kann euch die Tenchu-Reihe nur sehr empfehlen, dass ihr sie auch mal durchspielt. Und ja, was gibt es jetzt noch so zu sagen? Nachfolgeprojekt weiß ich noch nicht. Ich werde wahrscheinlich eine Twitter-Umfrage machen. Freunde, wenn ihr Twitter habt oder nicht, oder ja, nur wenn ihr es habt natürlich, folgt mir doch auf Twitter. Würde mich sehr interessieren, was ihr danach sehen wollt. Oder schreibt mir halt in den Kommentaren rein, hier. Dann werde ich das auch berücksichtigen, was ihr noch sehen wollt. Genau, aber ich tendiere momentan zu Parasite Eve 2, Freunde. Das ist ein Spiel aus den 90ern für die PlayStation 1. Ein Misch aus RPG und Action und Survival-Horror-Game. Genau. Genau, dazu tendiere ich momentan. Aber nochmal zurück zu Tenchu. Meine Güte. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ich heute Tenchu durchspiele. Boah. Das ist gerade ein bisschen happig. Ich muss ganz kurz was trinken. Einen Moment. So. Musik auch wieder verdammt schön hier, wie bei jedem Tenchu-Spiel. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Projekt endet. Tenchu Fatal Shadows. Es endet. Kommt jetzt noch eine Statistik? Ich hoffe mal. Die letzte Statistik, Freunde. Ja, die letzte Statistik. Und am Ende nochmal. Ja, am Ende nochmal. Professional, Freunde. Das als letztes Wort. Am Ende nochmal Professional bekommen. Das bringt mir aber nichts. Ja, das bringt mir nichts, wenn kein Level mehr kommt. Das ist irgendwie blöd. Na egal, am Ende nochmal Professional abgeschlossen. Sieht gut aus. Was kriegen wir für Items? Jetzt kriegen wir natürlich die guten Sachen, ne? Ist klar, zweimal Blasrohr, zweimal Dings. Das kommt zu spät, Leute. Das kommt alles zu spät. Genau das hier auch. Das kommt auch zu spät, der Wallrun. Ja. Schauen wir uns das nochmal an. With this technique, ninjas can jump toward a wall, then continue to run up the wall. It requires great leg, stomach and even back muscles to keep balance and perfect this technique. Ja, das kennen wir. Das hatten wir mit Ayama auch schon gekriegt, aber das habe ich irgendwie nie rausbekommen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, eine letzte Speicherung. Tenchu Fatal Shadows ist vorbei, Freunde. Meine Güte. Nach 15 Parts oder so. Das war's echt? Das war's echt? Gibt's hier noch was? Boss Battles, ja. Das war's wirklich. Ich kann's kaum glauben. Level Select. Was ist das? Level Select? Gibt's hier noch? Was gibt's hier noch? Ah, okay. Das war's tatsächlich. Moment mal. Hier ist noch irgendwas unlocked. Was ist das hier? Tenchukuren. Naja, das haben wir gemacht, ne? Ah, es gibt verschiedene Layouts hier. Okay. Bin ich verwirrt auf jeden Fall. Ja, sieht echt so aus. Tenchu ist vorbei, Freunde. Gut. Dann würde ich mal sagen, ja, bedanke ich mich bei allen Zuschauern, die hier fleißig Kommentare geschrieben haben, für die Mitwirkung bei diesem Projekt. Vor allem Jigo, der hat wirklich sehr, sehr, sehr nette Kommentare gegeben. Und ja, würde ich sagen, schließe ich hier mit Tenchu, die Tenchu-Reihe. Und ja, dann freue ich mich, euch beim nächsten Projekt wiederzusehen. Tschüss, tschüss.